Zu Wochenbeginn ging eine Meldung durch die Medien, die aufhorchen ließ. Die Bürgermeister der Gemeinden Hard, Lauterach, Lustenau und Altach wollen gemeinsam gegen das sogenannte Komatrinken bei Jugendlichen vorgehen. Nachdem auf Voll-Live-Nachfrage der Altacher Bürgermeister erklärte, dass ihm ein solches Projekt unbekannt sei, gingen wir der Sache nach und haben auch beim Harder Bürgermeister nachgefragt. Im Grunde genommen geht es mir ähnlich. Allerdings ist die Thematik natürlich nicht neu, sondern die beschäftigt uns schon eine längere Zeit, vor allem auch in unserem Jugendreferat, mit unserem Jugendreferenten und den Mitgliedern im Jugendreferat selber. Für die Nachtschicht in Hard, die laut Bürgermeister Rogina sehr aktiv gegen das Phänomen vorgeht und sich bemüht zeigt, das schlechte Image der Unterhaltungszentren in Vorarlberg zu widerlegen, gab es dementsprechend auch viel Lob. Das kann ich wirklich bestätigen, denn ich weiß auch, dass in regelmäßigen Abständen mit der Suchtpräventionsstelle SUPRO des Landes hier eng zusammengearbeitet wird. In den letzten 5 Monaten war die SUPRO mit ihrem Night-Driver-Mobil bereits 3-mal bei der Nachtschicht in Hard und hat dort die Fahrzeuglenker dazu motiviert, auf diversen Events und Partys nüchtern zu bleiben und ja nicht dem Alkohol hier entsprechend stark sich zuzusagen. Was auch wichtig ist, ich habe mit der Polizeidirektion in Hard letzte Woche ein Gespräch geführt, auch im Hinblick auf die Nachtschicht, und es war sehr interessant und angenehm zu erfahren, dass weit weniger Einsätze notwendig sind und dass man sich untereinander gut verständigt und vor allem die private Sicherheitsfirma mit der örtlichen Polizeiinspektion gut zusammenarbeitet, sollte einmal ein entsprechender Einsatz notwendig sein. Abschließend erfuhren wir noch, dass es nun tatsächlich zu einem Treffen der genannten Bürgermeister kommen soll, um gemeinsam eine einheitliche Vorgehensweise zu besprechen. Wie ich gehört habe, wird der 23. November als gemeinsamer Termin genannt. Da werde ich mir auf jeden Fall die Zeit nehmen, auch dabei zu sein. Und ich erwarte mir auch von den anderen Bürgermeistern, die hier auch genannt sind, Lustenau, Altach und Lauterach, dass wir im gemeinsamen Konsens eine Linie finden und diese auch für alle Diskotheken Gültigkeit bekommt.